Ja, hallo, willkommen zurück zum Eurotruck Simulator Nummer 2 im Multiplayer zusammen mit dem Detzi. Willkommen zurück. Wir haben uns mal so ein bisschen nach Volvo verdrückt. Kollege Detzi hat einen Auflieger von VCP, das ist so ein Zulieferer. Und ich habe einen Auflieger von Volvo selber dran. Und was haben wir als Ziel? Lasst euch nicht von meinem Ziel ignorieren, das ist Mumpitz. Wir fahren als Ziel nach Bergen. Wo musst du denn hin, der Ziel genau, welche Firma? Ja, ich muss nach. Wenn ich das jetzt wüsste, ich muss mal kurz gucken. Ich muss nach Drecker Trans. Alles klar, setzen wir uns doch mal die Koordinaten dahin. Dann müsstet ihr das Navi eigentlich schon den Weg über Land vorschlagen, oder? Tut es auch. Dann fahren wir genau das. Du, der leichte, der schwerere bist. Ja, ich fahr mal zurück. So, jetzt kann ich einlenken. Jetzt mit der krassen Beschleunigung. Jetzt geht's dir wie mir eben. Ich freue mich schon, wenn Berge kommen. Die Strecke ist landschaftlich hammergeil. Aber was soll ich sagen? Ich glaube, ich packe schon mal die Abschleppstange aus. Warum? Ich werde ganz vorsichtig, wa? Nee, was da bergauf geht zum Anschieben. Okay, ja, das könnte Probleme geben. Ach, wir müssen rechts abbiegen. Ah, Blinker setzen wäre sinnvoll. Habe ich schon längst gemacht. Ich auch. Gleich wird's grün. Ja, ich achte auf die Ampel da hinten, weil ich die jetzt hier nicht sehe. Boah, hup mich doch an! Erschreck mich doch! Da vorne ist rot, wie ich sehe, ne? Ja, ich hoffe, das schaltet schnell um. Ich will nicht bremsen. Oh, Kacke, ey. Ich würde da jetzt rüberfahren, aber da kommt jemand entgegen. Hört ihr was auf? Ja, du hast Fernlicht an. Aber das Schlimme ist ja noch, ich habe die Zusatzscheinwerfer dran. Ich habe auch zwei oder drei oder so oben drauf. Wollte halt nicht so viel drauf machen. Weil das auch nicht so ganz ausgesehen hätte bei mir. Es kommt immer darauf an, was du für ein Auto hast, ne? Ah, warum setze ich Blinker? Hier geht's nur rechts. Es geht doch geradeaus. Dann probieren wir geradeaus zu fahren. Und der Straßenfunk jetzt auch geradeaus vorgesehen. Ja. Wie viel Gas hast du da eben gegeben, ey? Ich Uiuiuiui. musste bis auf 110 Gas geben, um an dir dran zu bleiben. Oh, ich hab's gerade auch gesehen, du hast eine Leitplanke geknutscht, wa? Ja, aber ich habe keinen Schaden genommen. Ey, sowas ist super. Ich hab. Mein LKW hatte vorher schon 2 Schaden, mein Anhänger 0. So muss man fahren. Ich bin mit 80 in die Kurve gefahren. Also, besser geht's nicht.
So, ich habe mich jetzt mal auf 100 eingeloggt. Ich fahre gerade mit W. Ich schaffe gerade hier 80. 79. Ach ja. Nur als Info, ich drücke sogar W. Ich mache nichts mit Tempomat. Was ist nun los? Ich glaube, wir müssen die Aufnahme kurz beenden. Bis gerade eine Tür geklingelt hat. Okay. Ich warte auch mal, ich fahre mal rechts an. Ich habe auch gerade probiert, ob man auf die Bahnschienen fahren kann. Nein, kann man nicht, ne? Er hat dann geschliffen, als hochzufahren. So, wir hatten eine kurze Unterbrechung, haben jetzt geklingelt. Deswegen ein kleiner Cut jetzt gleich. Ein kleiner Cut, der jetzt drin war. Was der Weg das unangenehm an meinem Aufnahmeprogramm ist. VLC-Format. FLV-Format. Kann kein Shit-Programm bearbeiten. Doch geil. Aber das Supergeile ist, es ist bei YouTube super schnell verarbeitet. Ja. Wenn ich mein Renderprogramm benutze, habe ich auch nur noch 30p und keine 60p mehr. Also quasi ganz normal 30 FPS. Also irgendwas. Ist auf 100 aber, ne? Ah, ich hab's gerade gesehen, gerade hat er die Bremse reingehauen, wo du nur 10 warst. Ich sollte jetzt erstmal. Ich bin erstmal auf 105, bin ich hochgefahren und Tempomat rein, damit ich erstmal aufs Gas kam. Weil das ist echt scheiße, wenn man 80, 81, ja, und dann kommt ein Berg. 70. Ups, da war eine Leitplanke. Dann kommt eine Leitplanke. Die kam zu nah. Jetzt war ich wieder in 100. Schade, dass wir jetzt Nacht haben. So sieht man von der Landschaft gar nichts. Das ist scheiße. Ja doch, so ein bisschen sieht man ja schon. Weiß halt wieder geil, wer weiße Weihnachten. Jetzt so, in echt. Ich kann jetzt sagen, was wir dieses Jahr Weihnachten machen werden. Ja. Mit dem Sommerjäckchen, Sonderletten. Alle Mann statt um einen Weihnachtsbaum, um einen Gartentisch und Grill steht da. Fahr außen durch, da können wir durchhämmern. Wusste ich jetzt nicht. Oh! Falscher Weg. Aua. Sag doch mal zu mir außen. Och, jetzt sind auch noch. Ach Gott, Jenny, ja. Ich bin außen gefahren, weil nicht so wie du sagtest. Nur auf einmal war da was im Weg. Hier ist Telepass. Ach Gott. Ich glaube, ich muss gleich zur Werkstatt. Die ist jetzt nicht gerade ganz so nah. Ich habe genau 20% Schaden. Also Skandinavien kannst du da merken, es gibt. Es sind immer vierspurige Dinger oder zweispurig. Es gibt immer eine mit Telepass. Okay. Also die Hälfte aller zur Verfügung stehenden Spuren ist mit Telepass. Ich würde jetzt nicht unbedingt gerade hinter mir fahren, Waldi. Ich bin gerade noch Tempomat am Einrichten.
Weil die nächste Abfahrt wird kurz meine sein. Selbst der Anhänger hat Schaden bekommen. Ich suche gerade, wir kommen auf geraume Zeit gar nicht mehr in der Werkstatt ran. Scheiße. Das heißt, wir fahren über Oslo. Fahren wir kurz rechts ran, dann setzen wir uns den Weg nach auf Oslo. So, Map. Die nächstgelegene Werkstatt ist da hinten. Ist in Oslo oben. Perspektiv kurz vor Oslo. Siehst du das Autobahngeknüttel, was da vorher kommt? Ja, ja. So. Ich habe meinen Routenpunkt auch auf Oslo gesetzt. Ach, Kacke. Wieso musste mir das jetzt ausgerechnet passieren? Oh. Nächstes Mal höre ich lieber nicht mehr auf dich. Nächstes Mal dich einfach mal den Maul, wenn du schon vor der Schranke schon sagst, dir hinterher. Ja, das wäre, glaube ich, sinnvoller, weil sonst fahre ich wieder ganz. Wenn du sagst, außen, ich fahre außen. Und auf einmal war da aber der Weg, ne? Weil ich habe auch so schnell nicht mehr reagiert, ich habe nur gesehen, oh, rechts fahren, rechts, sag, scheiße, war was. So, nächste Mautstation. Da müssen wir aber nicht durchfahren. Nee, da fahren wir diesmal drumherum. Gott sei Dank, sonst fahre ich wieder irgendwo gegen. Also die ganz äußerste ist immer zu. Und die mittleren, da sind bei den Großstationen sind zwei davon mit Schranke und zwei mit Telepass. Ja. Aber nur in Skandinavien ist das so. Nächstes Mal fahre ich einfach wieder Deutschland wieder überall gegen. Deswegen, weil mich dann verwirrt, weil nur bei den zwei Zeichen war, ja gut, heißt für mich, ich fahre rechts, ich fahre links. Boah, Alter, wie meiner gerade hier abgeht. Normalerweise wären wir ja hier abgefahren, jetzt müssen wir aber rechts. Geradeaus. Ja, mein ich ja. So, schöner Moment. Ich nämlich gerade mal auf den zweiten Bildschirm geguckt habe, bin ich mich jetzt auch in die Leitplanke gehämmert und dann in die andere Leitplanke. Und dann nochmal in die Eierleitplanke. Warum? Ich stehe aber noch. Was tust du? Ich wollte die Leitplanke knutschen, ich bräuchte ein Souvenir aus Norwegen. Okay. Ja, verstehe ich. Kenne ich mich auch aus. Ich nehme auch alles mit, was im Weg steht. Weißt du, was krass wäre, wenn ihr Hirsche geben würde, wenn du hier Hirsche anfangen könntest? Aber jetzt machst du mich nach. Jetzt überall gegenfahren. Wie bist du diese Nachmacher, ja. Musst du jetzt auch repariert werden? Ich nicht unbedingt. Ich habe nicht so viel abgekriegt. Mein Aufleger hat es abgekriegt. Das ist auch nicht so gut. Wie viel Schaden hat dein Aufleger? Oh, es geht noch. Ich habe 6 und der hat 9. Ich hab 20 meiner 10. Aber was gut ist, dass man jetzt auf Wegmarken setzen kann. Früher ging das ja nie. Nee. Da musste man immer wieder stehen, Karte, stehen, Karte, stehen, Karte. Oder Karte auswendig lernen. Ja gut, von den meisten Städten weiß ich mittlerweile, wo es lang geht. Dafür habe ich genug Kilometer hinter mir. Was noch sehr, sehr tricky ist hier zum Beispiel Oslo. Warum? Weil da so viele sind, oder? Die Stadt ist grausam. Da ist so viel los, oder? Nee, vom Straßennetz, ja. So, ich bin wieder repariert. Willst du auch noch reparieren, oder soll ich entgegenkommen? Ah, da bist du ja schon. Läuft bei mir.
Du fängst echt an wie ich. Irgendwas stimmt mit dir nicht, Waldi. Kann das sein, dass der Umgang mit mir dir nicht gut tut? Weiß nicht. Ich hab so ein unwohles Gefühl bei der Sache. So, da wir repariert haben, können wir jetzt die Folge sich auch richtig beenden. Hier im Herz allerliebsten Oslo. In der Werkstatt. Wo sind du schon in einem Gurken? Ich stelle mich hier hin. Und daher sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.